Heyo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Hard Gold Edition. Und ich sehe, Phil hat Erdbeben gelernt. Und nein, ich werde gegen dieses Zubat Kohlbad nicht treten. Ich habe schon gelesen, Siegestraße heißt der Titel. Ist natürlich cool. Und laut Musik ist das genau ein wildes Pokémon, deswegen weg mit uns. Wir sollen irgendwie hier lang. Aber wenn ich nochmal wüsste, wie es mit der Siegestraße, wie das nochmal ging. Georok. Ja, machen wir mal Platz. Schnell Durchbruch. Ja, und ich kann jetzt mal endlich darauf reagieren, was ihr so, ich glaube, im Part 70 gesagt habt, wo der erste Part seit langem wieder war. Wo ja die höchsten Pokémon auf einmal ein, zwei Level höher waren als die anderen und sich darüber groß drüber aufgeregt wurde. Ja, das habe ich gemacht, damit ich dank EP-Teiler... Okay, hier scheint nichts zu sein. Dass ich dank EP-Teiler... Okay, wo lang hier? Ich musste gerade kurz überlegen. Nee, dass ich mit Hilfe von EP-Teiler die Möglichkeit hatte, meine anderen Pokémon oder die anderen Pokémon zu trainieren. Nicht nur meine. Und deswegen, das hat euch anscheinend gestört. Und dass ich auf einmal Wasserstein hatte. Das habe ich aber schon gesagt, dass ich es über das Pokédlon bekommen habe. Ihr habt nichts von der Story verpasst oder sonst was. Aber das hat manchen schon ausgereicht, total wirklich, ja, nicht schön unbedingt so schöne Wörter zu verwenden. Gut, okay, Domphon ist erledigt. Schön, dass es auch diese Pokémon hier gibt. Risua lernt, erreicht Level 35. Und ich hoffe, wir kommen durch die Siegestraße mal hier raus noch. Dann würde ich euch einfach das Pokédlon zeigen. Ja, wir können noch hier lang klatschen. Hui, ich bin mir nicht mehr so sicher. Los, Phil. Ich muss mal kurz überlegen. Ah, wie war das nochmal? Sehr effektiv. Schön. Auf jeden Fall war hier oben ein Stein. Deswegen ist auch hier ein Loch, weil man mit dem Stein das den noch runterschmeißen kann. Wo ist denn der Stein hin? Schauen wir mal nach. Okay. Oh. Haben wir einen Schutz da? Das kann nicht sein. Sonst... leider gibt es ja auch gar keine Sachen zum Kaufen. Erdbeben. Mal gucken, wie stark Erdbeben bei ihm ist. Wie gesagt, eine super Attacke eigentlich. Und... aber ich denke mal, Nahkampf oder Durchbruch wäre besser. Ah, jetzt Fuhlenschlag, krank. Es gibt keinen nervigen Attacke als Fuhlenschlag. Viermal, willst du nochmal 50 Mal treffen? Ja klar, willst du nochmal 50 Mal treffen. Nahkampf. Ach Leute, das ist schon was. Ja, ich würde euch den Pokédlon, wie gesagt, zeigen, wenn wir hier noch rauskommen. Spezialverteidigung sinkt. Ja, wir bekommen Erfahrungspunkte vom wilden Domphon. Denn, wie gesagt, ich wollte euch auch ein bisschen ersparen mit dem Training. Aber das hat anscheinend einige gestört. Die wollten immer... ich wollte gucken, ob wir Schutz haben. Denn die wollten anscheinend immer schön sehen, wenn hier alles einzeln trainiert wird. Und wie wir hier auf jeden zweiten Meter irgendein wildes Pokémon treffen. So, Flucht und... wie guck mal in den Beutel. Fluchtseil. Wäre eine Überlegung wert. Hier gibt es keine, also wir haben keine seinen Pokémon-Tricks. Können wir an sich schauen, wie das Team aussieht. Naja. Wir gehen mal auf Bericht. Was haben sie dann wirklich als Items? Scaraborn hat einen Seidenschal. Ewiges Eis, EP-Teile, Wundersaat, keines und Münz-Amulett. Schade, vielleicht hätte ich gedacht, vielleicht wollte mich Grants ärgern und hat mir einfach die Möglichkeit verboten, Superschutz zu wirken, indem er es einfach ein Pokémon gegeben hat. Zum Tragen. Kann man ja auch. Ist fies. So, also so eine Aktion ist einfach nur fies. So, aber die meisten Leuten scheint der letzte Part ansonsten, oder sich der Part 70 gefallen zu haben, laut Daumen zu beurteilen. Ja, wenn es dann so noch ein paar andere Experten gibt, die es störend empfunden haben. Dafür kann ich dann leider nichts. Also anscheinend, doch laut dem kann ich anscheinend schon was dafür, aber es tut mir natürlich leid, dass das so ist.
Ich schließe mich gerne der Masse an und was die Masse sagt, das mache ich dann auch gerne. Klar habe ich Regeln gesetzt und da hieß es nicht, den höchsten Pokémon. Weil das Team wird nur auf das höchste Pokémon trainiert. Und das... Und ich habe angeblich ja nicht angekündigt, dass ich den Pokémon trainiere. Das habe ich aber schon lange gemacht. Als ich gesagt habe, wir müssen unbedingt... Oh, er kann Stärke. Wir müssen unbedingt trainieren, weil die Evolis alleine schon so krank drauf waren. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt gehe ich mal hoch. Georock. Könnte ich auch mit einem Schlag platt machen? Ich weiß nicht. Ach komm, wir brauchen Training. Hier, jetzt sag. Durchbruch. Also lieber wäre es mir irgendwie rauszukommen. Klar können wir das Fluchtseil machen, aber dann landen wir bloß am Anfang der Höhle. Und dadurch bringt uns Superschutz nicht weiter. Wir müssten wirklich bis zur Siebelstraße und dann den Superschutz holen. Weil sonst nicht möglich ist. Okay. Dann... Leute, ich will hier kurz mal... Nein. Nein, nein, nein. Hier kurz vorbeischleichen, wollte ich sagen. Elendes Golbat. So, Flucht. Entkommen. Golbat ist mir zu aggressiv. So, und hier oben haben wir noch ein Item. Und da ist der Ausgang. Ja, nicht so weit entfernt. Ich weiß auch nicht, wo Grants langlaufen ist schon. Und ob wir Silver schon besiegt haben. Alles so eine Frage der Sache. Vielleicht hat uns auch genau in die falsche Richtung gesteckt. Kann ja auch gut sein. Und er ist schon längst durch die Siegestraße durchgelatscht. Und ich verirre mich jetzt gerade hier ein bisschen. Also wenn man... Feuerodem. Okay. Kann zu Paralyse führen. Ja, wenn man natürlich dann hier nicht von Anfang an durchgemacht hat, dann ist es relativ schwer hier den Weg zu finden bei der Siegestraße. Und es ist halt wie gesagt immer ein bisschen nervig, wenn man hier dauernd auf wilde Pokémon kommt. Ah, Manu. Da wird's mich echt ärgern heute, Pokémon. Das Spiel ärgert mich. Ja, komm schon. Durchbruch. So. Georock müsste dann gleich auch besiegt sein. Genau. Dann bekommen wir auch mal schnell Erfahrungspunkte. Phil hat damit fast Level 40 erreicht. Wie gesagt, wenn ich schaffe, würde ich euch den Pokédex zeigen. Ist eine interessante Spielweise, aber auf Dauer ziemlich langweilig. Und man kann dort immer einen Wasserstein direkt am Mittwoch kaufen. Und ist halt auch nichts, was irgendwie verboten wäre, rein theoretisch. Hier gehen wir das unterste runter. Schade. Scheiß Bug. Ja. Ich speichere mich hier ab, wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, anscheinend geht's weiter jetzt. Ich muss mal kurz wieder aufklicken. Und wir gehen einfach mal hier hoch. Und gucken mal, wo sind wir denn? Siegestraße? Nein, lass mich in Ruhe. Ach ja, und ich musste natürlich hier nochmal schön speichern und das alles. Und wir haben nicht ganz so viel Erfahrung wie vorhin. Ich glaube, dafür haben wir ein bisschen mehr KP. Ja, das passiert immer. Ja, wird es jetzt noch Slam sein. Guck mal, wir können sogar jetzt das hier einsetzen, und zwar Aeroas. Und machen dich noch platt mit einer Vogelattacke. Aufgrund deiner hohen Spezialdefensive und das alles hilft das nicht mal, weil du wahrscheinlich nur 1 oder 2 KP hattest. Komm, jetzt müssen wir doch rauskommen. Bitte, lass mich hier raus. Nur ein einziges Mal. Komm, setz nochmal einen Durchbruch ein. Also wenigstens haben wir den Part trainiert, würde ich mal behaupten. Und das onscreen. Los, Phil wurde besiegt damit. Georock erledigt. Grisou erhält auch Erfahrungspunkte. So. Wie jetzt? Runterspringen nochmal.
Oh, sag bloß, ich laufe wieder falsch. Mein Gott, ist ja... Wie mies ist das denn? Runter. Wo sind wir jetzt? Wo kommen wir hier raus? Siegestraße. Ah, hier, okay. Ah, reicht mir langsam hier. Dein dämliches Dummfahren, weg da. Ich brauch den nicht. Ich muss es mir jetzt recht finden, wie diese Straße hier doch mal aufgebaut ist. Ey, man läuft echt nur zwei Schritte und da kommt sofort das nächste Pokémon. Das nervt. Man hat keinen Schutz hier. Das ist so krass nervig. Raus hier. Okay, von hier kann ich bewegen, ja. Man kann sich von der anderen Seite bewegen, also scheint es eine One-Way-Möglichkeit zu sein, nur. Siegestraße, wo sind wir jetzt gelandet? Okay, das hier ist. Okay, ich weiß gar nicht, wie weit wir irgendwo... Oh Gott, das ist ja bloß ein Item oder so gewesen. Hier richtig liegen. Okay. Durchbruch nochmal. Ich hasse die Siegestraße. Ich hasse sie in jeder Generation. In jeder Generation. Sie ist das Schlimmste von allen. So. Müssen wir mal hier rausfinden. Hier ist die Brücke. Ihr sagt bloß, ich komme wieder zurück zum zum anderen Eingang. Los, Phil. Flucht. Hier lang. Wo führt mich hin? Wie gesagt, ich habe das blöde Gefühl, ich komme genau zum Eingang wieder zurück. Dort, wo man herkam. Ja, komm hier, Wildnis Onyx und so. Ist mir jetzt momentan sehr egal. Flo, bist denn kommen? Nein, nicht schon wieder. Hey, nervig. Raus hier, Flo, nochmal. Nein. Okay, schön fehllos, ja. Gott. Was passiert, wenn wir hier hochlaufen? Da gibt es einen Stein, den wir bewegen können. Das kommt mir alles so komisch vor, ehrlich gesagt. Ich kann das denn auch so passieren jetzt. So. Ist der falsche Ausgang. Warte mal kurz. Wir haben nichts zu riskieren. Ich habe so ein blödes Gefühl. Wieso wusste ich es nur? Oh, Grant, du Arschloch. Hat er mich wieder in die Höhle geschickt? Zum Verwirren? Gut, wir sind bei der Pokémon-Liga. Und können dann wahrscheinlich vorbeilatschen. Gut, da haben wir wenigstens ein bisschen trainiert. Oh, hier, Pokémon heilen. Ja, 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 ja. Oh Mann. Gut, und dann denke ich mal, dass wir beim nächsten Part fängt dann, wenn Frank anfängt machen, beginnen wir auch die Pokémon hier. Kaufen. So, falls man nicht weiß, was man kaufen kann. Oh, hier gibt es keinen. Doch, hier. Topschutz. Gerne. Kein Problem. Können wir kaufen. Wie wär's mit 10 Stück? Danke. Vielen Dank. So. Hypertrank. Wie haben wir davon? Machen wir nochmal 11 mehr. Okay. Dann Beleber. Haben wir keine. Machen wir 20.
So. Okay. Hyperheiler. Wie viel haben wir von denen? 8. Machen wir 12 weitere. Okay. So, und dann will ich noch eins machen schnell. Und zwar werden wir kurzerhand nochmal jemanden austauschen hier. Und zwar Builds PC. Pokémon bewegen. Ich verabschiede mich schon mal für dieses Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin auf jeden Fall euch dann noch einen schönen Tag. Ja. Ciao, ciao.